Es gibt auf jeden Fall viele Städte in Kalifornien, in die man lieber nicht reingehen will. Aber besonders nicht mit gewissen Farben. Als Kind zum Beispiel, bevor ich in manchen Städten rausgehen durfte und irgendwie blau oder rot anhatte, muss ich mich erstmal umziehen. Weil die zwei größten Straßengangs in Kalifornien, die Bloods und Crips, tragen halt als ihr Markenzeichen entweder rot oder blau. Und man will nicht unbedingt für ein Blood oder ein Crip gehalten werden, wenn man keiner ist. Aber ich muss sagen, die Gangmitglieder, die ich kennengelernt habe, waren sehr respektvolle und anständige Menschen. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen.